Hallo, 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 weiter geht's mit Kork. Ich besuche eure Base und da die Leute alle sagen, ich bin der größte Vollidiot, ich habe gar keine Ahnung, ich bin ein Noob, ich stecke gerne meinen Penis in irgendwelche Ärsche, weil ich so scheiße bin. Ich habe gar keine Ahnung von diesen Spielern. Schaut es doch bitte nicht, ganz ehrlich, wenn es euch nicht interessiert, schaltet bitte ab. Ich zwinge euch nicht dazu, das hier zu schauen. Wenn ihr es nicht sehen möchtet, wenn ihr meint, ich bin zu scheiße, ich bin zu schlecht. Ich habe nie gesagt, dass ich der ultimative Superprofi in diesem Spiel bin. Ich kann nur bis Rathaus Level 8 alles sagen, beziehungsweise habt die Erfahrung da. Und wenn ihr das nicht sehen möchtet, dann geht halt weg, springt von der Brücke und lasst mich bitte in Ruhe, ganz einfach. Es ist mir wurscht, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ihr müsst es ja nicht sehen, Leute. Ich zwinge euch da nicht zu. Ganz ehrlich. Dann lasst es bitte sein und wir machen jetzt weiter. Einige Leute wollen es gerne sehen. Es gibt viel Feedback, beziehungsweise viele Leute möchten das gerne. Also mache ich dies doch auch. Ich möchte gerne den Leuten, die das sehen möchten, auch eine Freude machen. Und die Leuten, die einigen Leuten, die das halt nicht haben können, dass ich allgemein so scheiße bin, die kann ich dann auch nichts dafür, ne? So, Leute, wir werden also wieder bewerten. Wir haben wieder Spaß daran. Und ich lasse mich von den bösen Leuten, von dem miese Peter, das Ganze mich nicht runterbringen. Beziehungsweise ich lasse meine Stimmung da jetzt ganz weit oben. So, wir starten durch. Und zwar habe ich mir schon wieder ganz zum Anfang jemanden rausgesucht. Und zwar Clansuche. Der ist bei der Gilde Major League. Die Major League ist da oben, habe ich schon geguckt. Und das ist der Zewe, wie er immer noch ausspricht. Und zwar steht er da mit 1855 Pokale. Wir besuchen ihn mal, den jungen Freund. Und schauen mal eben, was bei ihm denn so los ist. Hä? Oh, Rathausbereich Level Nummer 7. Gefällt mir. Eine schöne kleine schnicke Base, die nach unten aufgebaut ist. Das sieht etwas aus wie ein Herz. Aber nur etwas. Das ist ein Hakenkreuz, Lars. Nein, das ist doch ein Hakenkreuz. Brauche ich irgendwie alles ein Hakenkreuz? Ich weiß nicht, ob ihr nur Hakenkreuze sehen wollt. Ich habe gar keine Ahnung. So. Übrigens ist es nicht erlaubt, in Deutschland die zu zeigen. Na, egal. So, deswegen muss ich das auch bei South Park, dem Let's Play, das Ganze zensieren. So, der Kollege ist Rathaus Level Nummer 7, ist fleißig dabei, seine Abwehr auch zu ziehen. Die Tesla-Spuren werden gerade geupgradet auf Level 2, das sieht auch gar nicht mehr so schlecht aus. Die Luftabwehr wird auf Level 4 geupgradet, auch nicht schlecht, Herr Specht. Dunkles hast du schon in der Mitte gesichert, genau wie ein Rathaus und wieder eine Clanburg. Die drei wichtigsten Sachen, wie ich finde, Rathaus, Clanburg und das dunkle Lager ist gesichert. Schon in der Mitte noch ein Magierturm hier auf. Magierturm sei ich schon. Ein Minenwerfer natürlich, der schon Level 5 ist. Gefällt mir. Also du bist fleißig dabei, deine Abwehr abzugraden. Das gefällt mir. Von den Mauern auch auf jeden Fall top. Ich hoffe, du machst nicht den Fehler wie ich und gehst zu früh hoch. Du hast sogar mehr Mauern wie ich auf Level 7 gebracht. Von daher gibt es ein dickes. Nice. Für diese Base. Gefällt mir. Sieht alles sehr, sehr schnieke aus. Sehr interessant. Natürlich hast du hier drei Kanonen aufgebaut, die schnell weggenascht werden können. Aber die sind ja nicht ganz so wichtig. Das ist in Ordnung. Na gut, die Magiertürme sind auch sehr weit außen. Da kann man hier von der Seite schön mit den Bogenschüssen. Du hast Schweinebereiter. Du hast Schweinebereiter. Hallo Schweinebereiter. Ja, wir sind die Schweinebereiter. Du hast die Magiertürme natürlich sehr weit außen stehen. Das kann man gleich mit Bogenschützen reingehen und da schnell wegrushen. Weiß ich nicht. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Der Minenwerfer und der Minenwerfer ist auch sehr weit draußen. Da musst du auch gucken. Die Luftabwehr hier auch schön Level 4. Die dann bald auch. Also gefällt mir die Base. Mach bitte weiter so und denk daran, nicht so früh hochgehen wie ich. Mach dich den Fehler. Und von den Minen auch Level 8 ist in Ordnung. Ich bin ein Freund von Level 11 hier schon, aber Level 8 ist akzeptabel. Eine schöne Base gefällt mir. Und da die Leute wollen, dass ich sie gerne bewerte, von 1 bis 10, in Schulnoten am besten, ne? 1 das Beste, 6 ist quasi das Schlechteste, 6 ist mangelhaft. 4 ist ausreichend und 5 ist, was war 5 nochmal? Ne, 6 war, 5 war mangelhaft, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ich bin so lange aus der Schulzeit raus. Sehr gut, gut. Befriedigend war 3, 4 war ausreichend, 5 war mangelhaft und 6 kacke? 6 war einfach scheiße. Dann hat man einfach nur gesehen. 6 war was? Oder war 6 mangelhaft? Ich glaube, 6 war mangelhaft. Was war 5 denn nochmal? Boah, Leute, ich weiß es nicht mehr. Gott, so lange aus der Schule raus. Egal. So, wir bewerten einfach von 1 bis 6, weil ich die Begriffe alle weiß, außer die von 5. Ey, mir fällt ja gerade echt nicht ein, der Begriff. Na egal. Ihr wisst es bestimmt, schreibt es gerne in die Kommentare. So, von 1 bis 6 bewerten wir mal diese Base und das ist auf jeden Fall eine 3 plus, würde ich sagen. Ein 3 plus auf jeden Fall. Da mir deine Magiertürme nicht ganz so gut gefallen, weil die zu weit außen stehen. Das Design ist akzeptabel, aber da geht es noch besser. Also ich würde sagen, eine 3 plus ist schön. Du hast viel alles ausgebaut. Also mach bitte weiter so. Gefällt mir. Und denk daran, immer schön die Juwelenkisten aufsammeln. Die despawnen nämlich nicht. Oder despawnen die? Ich weiß es nicht. Muss man mal ausprobieren. Das war die erste Base.
von dem Kollegen Level Nummer, Rathaus Level 7. Und wir machen weiter mit dem nächsten. Übrigens, alle Kommentare bzw. alle Bases, die ich jetzt raussuche, sind vom letzten Clan-Besuch bzw. vom letzten Base-Review, Base-Besuch-Video. Das heißt, unter diesem Video könnt ihr wieder eure Sachen reinschreiben und dann werdet ihr dort dann vielleicht bewertet oder angeschaut oder besucht von mir, wenn ich euch natürlich raussuche. Dann mal schon den nächsten. Und zwar ist das dieser Kollege hier. Eben schnell hatten wir dich schon. Ich habe jetzt so eine Liste von den Leuten, die wir schon haben. Der wird reingepostet. Und wir suchen den nächsten Kollegen. Hupsala, falsch geklickt. Hier, zack, Clan suchen. Und zwar ist das der Clembabo. Clembabo, okay. Nein, falsch geschrieben. Das war ja richtig. Ach, das ist der Name, Hupsala. Ach, das war der. Das ist der Name, Entschuldigung. Ich habe verwechselt mit dem. Mit dem Clan. Unit. So, das sollte er sein. Gibt's den denn öfters? Ja. Circa 9000 Pokal. Das sieht gut aus hier. Und jetzt der Clem. Mr. Clem, wo sind Sie denn? Sind Sie am Rumklemmen? Da, Clembabo. Hallo Clembabo, ich besuche dich mal. Der Mr. Clembabo ist Rathausbereich Level Nummer 8. Oh, auf dem gleichen Bereich wie ich. Das Design ist gekachelt in sehr, sehr, sehr vielen unterschiedlichen Sachen. Okay, das ist schon mal... Ja... Das sieht schon nicht schlecht aus. Natürlich hier das Goldlager draußen stehen, auch wenn es Level 2 ist, du musst es irgendwie einbauen. Genauso wie dein Bohrer. Ich bin kein Freund davon, wenn man den Bohrer so draußen stehen hat. Da bin ich echt kein Freund von. Du hast Drachen! Wow! Du hast die, glaube ich, schon weiter geupgradet, wie ich die Drachen. So sieht's auf jeden Fall aus. Barbarenkönig Level 4 gefällt mir auch, steht aber auch einfach draußen rum. Und hier ist noch eine Mauer. Ich weiß nicht, das Design gefällt, sagt mir gerade irgendwie nicht zu und gefällt mir auch nicht so. Die Clanburg steht auch ein bisschen weit draußen. Ah, ich weiß ja nicht. Und hier ist ein bisschen Platz offen. Da würde ich auf jeden Fall dein Design nochmal überarbeiten. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Weil man echt leicht hier alles komplett zerstören kann. Nur mit Bogenschützen. Weil es nicht ganz so krass gesichert ist. Hier kommt man leicht ran. Hier kommt man ran. Hier kommt man fast überall ran. Sogar an Goldlager kommt man sogar easy going ran mit Bogenschützen und mit Barbaren. Da würde ich auf jeden Fall mal... Also du wärst ein Kollege, den sofort angreifen würde, wenn du ganz viel auf Asche hast. Weil ich würde da reinkommen, ohne die Mauern kaputt zu machen. Deswegen muss man das Ganze noch ein bisschen überarbeiten, finde ich. Das Design finde ich nicht so gut von deiner Base. Da würde ich noch was machen. Vom Ausbau hier Level 5, da war, bist du auch so weit wie ich. Level 4 hier nur. Level 4, boah, stehen die Magetümer auch weit draußen. Die kommen auch so weg. Na, Schneigerl. Level 4, die müssen auf jeden Fall noch geupgradet werden. Bis zu Level 6. Schön die Magetümer hochziehen. Level 10, Level 10. Du hast nix auf Level 11. Was ist denn los mit dir? Das ist Level 10, Level 10, Level 10. Vom Ausbau bist du noch nicht ganz so krass unterwegs. Die Mauern auch mindestens auf 6. Das ist okay. Aber bis 8 geht das Ganze natürlich, so wie bei mir. Denkt daran. Schön upgraden. Barbarenkönig steht auch draußen, gefällt mir nicht. Sonst, Bohrer Level 3 schon sehr schön. Level 2 ist auch akzeptabel. Hier Luftabwehr Level 3 ist nicht ganz so schön. Aber du hast sie gerade neu bekommen, von daher ist es okay. Hier Level 10 Kanonen ist in Ordnung. Level 9 ist auch soweit in Ordnung. Du musst auf jeden Fall noch einiges upgraden. Und das Design, wie schon erwähnt, gefällt mir. Sagt mir nicht zu, da würde ich auf jeden Fall ein anderes mal nehmen. Wo der Barbarenkönig bzw. die Sachen etwas besser geschützt sind. Sonst sieht das Ganze ganz schön aus. Ich würde dich wieder benoten und ich gebe dir eine 3-. Wir geben dir mal eine 4+. Okay, wir geben dir eine 4+. Ist noch ausreichend. Sogar ausreichend mit einem Plus. 4+ für dich. Der andere war eine 3+. Du kriegst eine 4+. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wollen wir Plus und Minus machen? Na, egal. Auf jeden Fall, dein Design würde ich, wie gesagt, etwas überarbeiten und denk daran, deine Verteidigungssachen sehr, sehr schnell noch upgraden. Dann läuft's soweit. Das war dieser Kollege, Mr. Clembabo. Hallo, Clembabo. Dann suchen wir uns den nächsten raus. Und zwar scrollen wir nach unten. Der nächste ist dann dieser Kollege hier. Haben wir schnell rausgesucht. Ja, den nehmen wir jetzt. Und zwar, wir suchen wieder. Wir suchen. Der ist bei... Clan. Der Clan hört sich übrigens gut an. Deutscher Clan. Der deutsche Clan. Das deutsche reicht. Er hat wie viele Pokale? Pokis von circa... Oh, ziemlich viele. 10.000. Da, 10.600. Das könnte der sein. Wie heißt der denn? Name Killer Freeway. Der Killer Freeway. Bist du hier Killer Freeway? Killer ist hier nicht. Habe ich die übersehen? Ich habe die gerade hier nicht gesehen. Killer. Vielleicht ist dieser hier mit 12.000. Killer. Wo ist denn der Mr. Killer? Wenn ich was übersehe, dann tut es mir leid. Ich bin meistens auch blind. Ich sehe ihn hier auch gerade nicht. Du hast circa 1.400. Ich finde dich hier aber nicht. Mr. Killer. Killer. Wen haben wir denn hier noch? 2.000? Wird es nicht sein? Hier vielleicht diese. Es gibt zu viele in dem Bereich von 10.000 bis 11.000. Killer.
Nein, du hast ca. 1400, deswegen bist du hier auch nicht. Da unten ist noch einer mit... Haben wir den jetzt schon? Ich weiß es nicht. Da ist er doch, Killer Freeway, sehr gut. Der Name ist sehr weit verbreitet von deinem wunderbaren Clan. Besuchen, Mr. Killer Freeway. Du hast es auch geschafft, du bist jetzt hier im Video. Und da gucken wir doch mal, der Killer Freeway hat auch eine ähnliche Base wie gerade eben, nach unten weit gebaut. Level 7 Rathaus. Und schon mal vorweg, was mir nicht gefällt, dass die Goldminen alle auf einer Seite sind und die Elixiersammler auf einer Seite. Würde ich auf jeden Fall mischen, ich würde das mischen mit den Kasernen und so weiter, weil wenn jemand angreift, würde ich dir, wie gesagt, empfehlen, das ein bisschen zu mischen, dann kann er nicht sofort alles bekommen hier. Dann müsste man hier nur eine Reihe Bogenschützen und oder was auch immer einsetzen und hier dann hat man schon den ganzen Loot, wenn die Sammler voll sind, vorne das alles durchmischen, auch mit den ganzen Bauhütten einfach alles durchmixen, so wie es geht. Sieht wohl chaotisch aus, aber erfüllt seinen Zweck. Deine Clanburg steht draußen, was mir nicht ganz so gut gefällt. Die kann man easy going rauslocken und eben leicht zerstören. Das ist nicht so gut. Goldlager ist okay. Das Dunkle ist einigermaßen geschützt. Dein Rathaus ist am besten geschützt. Sein Design sagt mir auch nicht ganz so zu. Da würde ich die Clanburg ein bisschen weiter reinbauen. Vielleicht das rausstellen, die Clanburg rein und dann so als Farmbase. Hier sind ein paar Mauern, die einfach keinen Sinn erfüllen. Deswegen, auf jeden Fall das Design würde ich noch etwas überarbeiten. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Und das alles hier durchmixen. So, vom Ausbau her, Level 2, da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Level 10 ist schon mal gut. Das ist auch schon auf Level 1, beziehungsweise ist auf Level 1 in Ordnung. Bohrer hast du noch nicht, du bist Rathaus Level 7, gibt's ja bis 8, oder? Mit 8. Aber nicht doof. Mit 8 Jahren gibt's einen Bohrer, da kann man die Nase rumbohren. Nee, ich glaube schon. Luftabwehr Level 3, wird gerade hochgezogen, hier auch auf Level 3. Minenwerfer Level 4, Level 4. Ja, Level 3. Auf jeden Fall, man sieht, du hast sehr starke Defizite noch auf deinen Verteidigungsanlagen. Die müsste nach oben gezogen werden. Immer schön Magiertübe ausbauen, immer schön Luftabwehr und die Minenwehr verpassen soweit. Aber immer schön, schön upgraden. Das Design sagt mir, wie gesagt, nicht zu. Und ich würde hier nur ein bisschen durchmixen, damit die nicht ganz so leicht da rankommen. Und denk daran, die Clanburg in die Mitte stellen. Das ist sehr, sehr effektiv. Würde ich nur dir empfehlen. Ich gebe dir auch eine 4. Eine normale 4. Ich hoffe, damit kannst du leben. Und wir machen weiter mit den Nesten. Der nächste ist natürlich einer von etwas weiter oben. Ich scrolle. Nehmen wir den hier. Der Bobby. Hallo Bobby, du wirst jetzt bewertet von mir. Wenn du das möchtest, ist okay. Bei Kings Rock 4. Das kann man sich merken. Der Clan heißt King Rocks 4. King Rocks 4. King Rocks. King Rocks 3. King Rocks. Wo ist King Rocks 4? Halo Rocks. King Rock. Habe ich jetzt Rock oder Rocks? Ah, verdammt, der heißt nur Rock. King Rock 4. So, King Rock 4 gibt es auch öfters. Pokale stehen nicht dabei. Ich denke mal hier. Dieser wird es bestimmt sein. Ich hoffe doch mal. Mr. Bobby. Bobby. Bobby ist hier nicht am Start. Wo ist denn der Bobby? Ist Bobby hier oben am Start? Bobby ist hier auch nicht. King Rock. King Rock 4 gibt es hier noch auch noch öfters, oder? 5, 6. Nein, auch nicht. 4. 4. Habe ich den Bobby übersehen? Bin ich denn blöd? Es sind noch nur zwei. Zwei Stück gibt es davon. Das ist der Boss. Bobby. B hat er hier, ist er aber nicht. Daniel ist auch noch im Stadt. Packer auch nicht. Bobby, ich finde dich nicht. Also Kings Rock 4. Klarname. Und der Bobby, ich finde dich nicht. Es tut mir leid. Aber ich finde auch keine sonst mit einer 4 hier noch am Start. 5, 9, 3. Da bist du aufgestiegen von 4 auf 3. Ich weiß es nicht. Aber ich finde dich da nicht. Tut mir leid, Mr. Bobby. Deswegen lösche ich ihn mal wieder aus der Liste und wir suchen den nächsten. Entweder bin ich blind. Wenn ja, tut's mir leid. Der nächste ist natürlich der Epic Fighters in dem Clan Königsbären. Die königlichen Bären. Ich liebe königliche Bären. Muss man die den ganzen Tag Honig bringen? Königsbären. Jawohl, gibst du einmal. Sehr schön. Und du bist der Epic Fighter. Epic Fighters, jawohl, wir besuchen den Epic Fighters. Sehr schön. Oh, holy moly Macaroni, Rathaus 9? 9? Wo ist denn Rathaus? Da oben, jawohl, Rathaus 9. Oh Gott, sieht deine Base geil aus. Boah, ich bekomme gleich einen Orgasmus bei diesen Mauern. Ach du heilige Scheiße, ich liebe diese Mauern. Oh, sind die gut, Leute. Oh, ich liebe sie so dermaßen, die sind sowas von geil. Oh, die Queen auf Treiberbahn, könnte ich auch Level 10. Leute! Das ist eine geile Base. Boah, vom Design her, ich bekomme schon Gänsehaut. Das gefällt mir richtig. Ja, was soll ich denn hier zu sagen? Dein Design sieht sehr schnuckelig und geil aus. Du hast alles gesichert, was soweit passt. In der Mitte die wichtigsten Sachen. Alter, du hast sehr viel Dunkles, glaube ich, am Start hier. Gefällt mir. Und X-Bau. Oh, ich bin so neidisch auf deine Base. Ich will auch einen X-Bau haben. Gib mir doch einen X-Bau und die Level 8 Mauern. Ah, bitte, ich will sie doch auch. Ja.
vom Design her nichts zu meckern. Das ist alles fresh, das ist alles wunderbar und auch alles schön durchgemixt hier, wie so ein geisteskranker Hippie. Das ist alles Wunderbärchen, das gefällt mir. Vom Ausbau her. Oh, wie nur Level 1 brauche, was ist denn los mit dir? Ja, du hast schön Dunkles hier am Start. Du hast Level 2 Magetum, okay, du hast 9 gerade dazu bekommen. Der wird hier gerade geupgradet von 6 auf 7. Hier hast du 6er am Start. Du bist fleißig dabei. Oh, Elixierlager auf 11. Auf Level 7 und auf Level 11. Level 11. Level 4. Level 11. Level 11. Oh, wow. Ja gut, das passt. Aber warum sind einige hier? Ja gut, das ist alles soweit in Ordnung. Habe ich gerade beim letzten Mal übrigens gesagt, dass er auf Level 11 war. Habe ich gerade, ich glaube, ich habe gerade Level 10 mit Level 11 beim letzten Mal verwechselt. Wenn ja, tut es mir leid, ist mir gerade so aufgefallen. Wenn ja, ist der Lars wieder doof. Also Ausbauphase sieht das Ganze aus, sehr fresh. Hast natürlich gerade neue Sachen bekommen. Ich glaube, du bist gerade erst hochgegangen. So sieht es auf jeden Fall aus. Hast eine schöne Farmbase. Und wenn ich sie bewerten würde, würde ich sagen, du bekommst eine 2 von mir. Ein Gut, weil das Ganze sehr schön aussieht. Natürlich bekommt man nur eine 1, wenn man alles auf Max hat und das Design schön ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt Level 9 bist, Rathaus, musst du auch alle Mauern auf Level 9 haben, beziehungsweise alles gemaxt haben, was so geht. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann bekommst du keine 1. Aber jetzt bekommst du eine 2, weil du gerade erst hochgegangen bist. Wenn du jetzt noch Rathaus Level 8 wärst, würdest du vielleicht sogar eine 1 von mir bekommen. Obwohl der Bohrer nur auf Level 1 ist. Sieht gut aus, gefällt mir. Mr. Epic Fighters, schönes Design, schöne Base. Da bekommt man gleich wieder Lust auf das Spiel, beziehungsweise ist natürlich sehr neidisch darauf. So Leute, das war's dann von den Bewertungen, beziehungsweise von euren Besuchen, beziehungsweise von meinen Besuchen. Ich habe euch wieder besucht. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ich mehr machen soll. So alle 2 Tage hört sich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht an. Und wenn ihr auch gerne, möchtet, dass ich eure Base besuche, schreibt einfach einen Kommentar hier unter diesem Video. Gebt einen Daumen nach oben natürlich noch dazu, das wäre ziemlich geil. Und dann werde ich beim nächsten Mal unter diesem Video hier wieder die Leute raussuchen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr seid ein Haufen super nice Boys. Reingehauen und tschüssi, bye bye, tschüss. Nice.